Wieder keine Punkte für den SVG Celle. Mit einem knappen 25:28 müssen sich die Gastgeber gegen ihre Gegner aus Leverkusen geschlagen. Dabei erwischten die Zellerinnen einen guten Start. Sie gingen in der ersten Hälfte gleich in Führung und gaben sie bis zum Pausenpfiff auch nicht mehr auf. In der zweiten Hälfte passierte dann aber immer öfter das, ach ja, und sowas natürlich auch. Obwohl sie verbissen kämpften, bekamen die Gastgeberinnen ihre Gegner nicht mehr so recht in den Griff und mussten sich schließlich geschlagen. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Wir haben zum einen unsere Abwehrqualität nicht mehr halten können. Dann sind wir ein bisschen ins Unterzahlspiel geraten in der wichtigen Phase. Da konnte Leverkusen sich dann absetzen und Leverkusen hat auch mehrmals die Deckung umgestellt in der zweiten Halbzeit. Zuerst mit Manndeckung gegen Nieves. Dann haben sie eine 5-1 mit Kim vorne vorverteidigt. Also mussten wir uns auch immer auf neue Situationen einstellen. Und das am Ende der Woche, wo wir am Mittwoch ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig hatten, das ist dann nicht einfach zu lösen für uns. Wir haben einen guten Angriff gespielt heute, wir haben unsere Chancen genutzt. In der Abwehr hätten wir noch 2-3 Mal mehr zugreifen können, müssen, und dann hätten wir heute auch gewonnen. Nee, das waren unsere 2 Punkte, das muss man klipp und klar sagen. Das Spiel haben wir zum Schluss selber verloren. Wir hatten nicht mehr die Geduld in der Abwehr. Am Anfang haben wir sehr gut in der Abwehr gestanden, das hat man auch gesehen. Wir waren 3-0 in Führung oder 4-0 sogar. Dann haben wir einen leichten reingekriegt und dann haben wir trotzdem weitergespielt. Und wir waren die ganze Zeit in Führung und in der zweiten Halbzeit hat es dann leider gekippt.